Die Antwort darauf ist ja und nein. Natürlich wird sie die Akzeptanz für neue Technologien erhöhen, insoweit die sich erweisen als hilfreich in der Überwindung der Krise. Also es kann, glaube ich, davon ausgegangen werden, dass diese Krise einen Riesenschub für die Digitalisierung bringt. Das sieht man in öffentlichen Ämtern, die sich aufrüsten. Das sieht man auch in Firmen. Das sieht man insbesondere auch, weil offenbar Hochtechnologiefirmen mit guter digitaler Basis sich leichter tun in der jetzigen Krise als andere. Man denke nur an beispielsweise Mail-Order-Companies, also Online-Handel versus kleine Firmen, die bankrott gehen, die ausgewischt werden. Nein, insofern als natürlich mit den Überwachungsmöglichkeiten, die die neuen Technologien offerieren, es auch Widerstände geben wird. Widerstände seitens der Bevölkerung, die befürchtet, dass es eine Aushöhlung demokratischer Rechte from within gibt, von innerhalb einer Gesellschaft, aber natürlich auch die Gefahr, dass Big Brothers von außerhalb Einfluss nehmen auf nationale Belange, auf Wahlentscheidungen und so weiter und so fort. Und von daher, glaube ich, gibt es eine wachsende Aufmerksamkeit, dass sich die neuen Technologien zum Teil durchsetzen, sieht man natürlich an Homeoffices, an Homebanking, auch an Telemedizin und anderen. Eine Bemerkung, die betrifft die Rate der Erfindungen und der Innovationen. Dadurch, dass diese sehr, sehr scharfe Krise den Staat in sehr, sehr großer Art und Weise beansprucht, was Liquiditätshilfen, Kredithilfen, Steuerstundungen und dergleichen und auch Übernahmen von Risiken und Übernahmen von Verlusten anbelangt, wird weniger Geld verfügbar sein für Wissenschaft und Forschung. Weniger Geld verfügbar sein von gewissen Bereichen abgesehen, Medizin beispielsweise. Und das heißt, dass sich die Rate des technologischen Wandels und damit der Innovation mutmaßlich verlangsamen wird. Auch hier lautet die Antwort ja und nein. Aber die erste Bemerkung, die man zu machen hat, ist, dass es vermutlich lange dauern wird, bis sich wieder eine neue Art der Normalität einstellen wird. Es wird nicht so sein, dass die Krise wie eine V-förmige Veranstaltung aussieht, schnell hinunter und schnell wieder hinauf und dann wieder in alte Verhältnisse, sondern es wird vermutlich ein lang anhaltender Prozess der Wiedergewinnung des Bodens unter den Füßen sein. Und das bedeutet, dass wir damit rechnen müssen, und das betrifft das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben, dass wir damit rechnen müssen, dass wir lange Phantomschmerzen haben werden oder, wie es die Ökonomen sagen, Hysterese. Das heißt, heutige Ereignisse haben lange Nachwirkungen. Natürlich werden sich im ökonomischen Bereich Änderungen ergeben. Ich glaube, Homeoffice wird in größerem Umfang beibehalten werden, unter anderem, weil es verschiedene Vorteile hat. Also man spart sich die Kosten des Transports, man spart sich den Zeitverlust dabei und, und. Also dort wird es eine Reorientierung geben, die Bestand haben wird. Und das wird auch beispielsweise betreffen natürlich die Versuche von Firmen, sich gegen industrielle Spionage zur Wehr zu setzen. Denn die neuen Technologien sind ja tückische Instrumente und auch die Staaten werden sich aufrüsten müssen. Also die Frage Trust, Vertrauen in andere Firmen, in andere Menschen, in andere Nationen, die wird uns lange bewegen und ich denke viel Sand ins Getriebe werfen.
Was man jetzt schon sieht, ist, die Krise ist einerseits ein Beschleuniger in der Adaption von digitalen Techniken. Sie ist andererseits auch ein Selektionsprozess. Die Krise mustert gewisse Firmen aus, die diesbezüglich nicht mithalten können. Sie wird also technologieaffine Businesses stärken und technologieferne eher unterdrücken. Man muss eines sehen, die Krise und auch die Handhabung der Krise durch die Politik, wie man darauf reagiert, wird einen erheblichen Prozess der Marktkonzentration bewirken. Das sehen Sie ja heute schon. Firmen wie Amazon haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Sie vertrauen sozusagen auf die öffentliche Hand, genauer gesagt die Post, dass das, was sie verschicken, auch in der Tat verschickt wird, während die kleine Boutique, der kleine Händler im Regen stehen bleibt. Also sie haben eine starke Monopolisierungstendenz, jedenfalls Marktkonzentrationstendenz, und das zeugt Ungleichheit, nicht? Also auch wer imstande ist, sich leisten zu können, sich aufzurüsten mit modernen Technologien, um gegebenenfalls Überwachung abzuwehren, der wird im Vorteil sein. Also ich sehe momentan, wenn nicht durch politische Maßnahmen scharf eingegriffen wird, das kann ich bisher nicht erkennen, eine deutliche Verstärkung der Ungleichheit unter den Menschen und auch unter Firmen. Also sie kriegen ganz andere Firmenpopulationen in den verschiedenen Branchen der Industrie mit einer viel stärkeren Konzentration als bisher.